Jedes Jahr an Silvester am 31. Dezember. Jedes Jahr an Silvester am 31.12., am 31. Dezember gucken Deutsche im Fernsehen einen britischen Comedy-Sketch. Einen britischen Comedy-Sketch im Fernsehen. Jedes Jahr an Silvester. Wirklich. Dinner for One. Dinner for One, so heißt unsere deutsche Silvester-Tradition. Dinner for One ist ein britischer Comedy-Sketch, der in 1972 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. 1972. Und seit 1972 bis 2021 wird Dinner for One jedes Jahr an Silvester im deutschen Fernsehen gezeigt. In Englisch ohne Untertitel. Ohne Untertitel in Englisch. Dinner for One ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ein Schwarz-Weiß-Film und er ist 18 Minuten lang. Ein 18 Minuten langer Schwarz-Weiß-Film auf Englisch ohne Untertitel. Alle Leute in Deutschland, jeder kennt Dinner for One. Und Dinner for One wird als Kult angesehen. Ja, das ist Kult in Deutschland. So, was passiert in Dinner for One? Was passiert in diesem Comedy-Sketch? Es gibt nur zwei Personen in diesem Comedy-Sketch. Naja, zwei reale Personen. Miss Sophie, die feiert ihren 90. Geburtstag. Sie feiert ihren 90. Geburtstag. Und sie möchte es mit einem Essen feiern. Sie lädt Freunde ein und es gibt ein großes Essen mit vier Gänge, ja, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. Und dann gibt es noch James. James ist der Butler von Miss Sophie. Miss Sophie sitzt also am Tisch und sie möchte ihren Geburtstag feiern mit ihren Freunden. Ihre Freunde sind Sir Toby, Mr. Winterbottom, Admiral von Schneider und Mr. Pomeroy. Das sind die Freunde von Miss Sophie. Es gibt nur ein Problem. Miss Sophie ist schon 90 Jahre alt und all ihre Freunde sind leider schon gestorben. Ihre Freunde sind tot. Die sind leider schon gestorben. Aber das stoppt Miss Sophie nicht. Das hält sie nicht davon ab, trotzdem ihren Geburtstag zu feiern mit ihren Freunden. Sir Toby
Mr. Winterbottom, Admiral von Schneider und Mr. Pomeroy sind alle zu Miss Sophies 90. Geburtstag gekommen. James, der Butler, ist real und er bringt Miss Sophie das Essen. Er bringt Miss Sophie das Essen, aber er bringt Miss Sophie und den anderen auch das Trinken. Es gibt 4 Gänge und zu jedem Gang gibt es auch ein Getränk, ein alkoholisches Getränk. Es gibt Sherry, Weißwein, Portwein und Champagner. Und James soll jedem auch ein Getränk mit Sherry, Portwein, Weißwein und so weiter bringen. Zu jedem Gang. Der erste Gang, da gibt es Sherry. James bringt den Sherry zu Miss Sophie und auch zu den anderen. Und Miss Sophie möchte mit ihren Freunden anstoßen. Sie möchte mit ihren Freunden anstoßen, aber ihre Freunde sind nicht wirklich da. Also muss James zu jedem Glas gehen und mit Miss Sophie anstoßen. James trinkt also 4 Gläser Sherry. Zum zweiten Gang trinkt James 4 Gläser Weißwein und stößt mit Miss Sophie an. Für den dritten Gang trinkt James 4 Gläser Champagner und stößt mit Miss Sophie an. Für den letzten und vierten Gang, da trinkt James 4 Gläser Portwein und stößt mit Miss Sophie an. Und der Butler, James, der wird immer mehr und mehr und mehr betrunken. Natürlich. Miss Sophie macht das jedes Jahr. Jedes Jahr zu ihrem Geburtstag, da lädt sie ihre Freunde ein. Die sind alle schon vor langer, langer Zeit gestorben. Und jedes Jahr lädt Miss Sophie ihre Freunde ein. Und jedes Jahr muss James 16 Gläser Alkohol trinken und mit Miss Sophie anstoßen. Und das ist der Comedy-Sketch, den wir Deutschen uns jedes Jahr angucken. Um 1970 herum wurde Dinner for One in Großbritannien aufgeführt, auf einer Bühne. Es wurde live auf einer Bühne aufgeführt. Und es gab 2 deutsche Fernsehproduzenten, die waren in England, in London, und dort haben sie Dinner for One gesehen. Sie waren im Theater und haben Dinner for One gesehen. Und dann fanden es sehr, sehr lustig. Und diese Fernsehproduzenten, die wollten Dinner for One nach Deutschland bringen. Und der Schauspieler, der James gespielt hat, das war Freddie Frinton. Und die 2 deutschen Fernsehproduzenten, die haben Freddie Frinton eingeladen, mit nach Deutschland zu kommen. Komm mit zu uns nach Deutschland. Und sie haben auch die Schauspielerin May Woden nach Deutschland eingeladen.
Und dann in Deutschland, ja, in Deutschland, da waren May Warden und Freddie Frinton und die zwei Fernsehproduzenten. In Deutschland haben sie Dinner for One aufgenommen, ja. Sie haben zusammen Dinner for One aufgenommen in Deutschland vor einem Live-Publikum, ja. Da waren andere Leute, ein Publikum, die zugeguckt haben. Ja, ein Publikum, die zugeguckt haben. Und dann ab 1972, da wurde Dinner for One, diese Aufnahme mit Freddie Frinton und May Warden, diese Aufnahme wurde dann in Deutschland an Silvester gezeigt. Im Fernsehen, ja. Im Fernsehen jedes Jahr ab 1972 bis heute. Aber in Großbritannien kennt man Dinner for One nicht. Nicht wirklich, nein. Meine britischen Freunde, die kennen Dinner for One nicht. Ja, das war's. Das ist Dinner for One. Unsere Tradition am Silvesterabend am 31. Dezember. Was denkt ihr? Ist das lustig oder ein bisschen verrückt? Ihr könnt euch Dinner for One angucken. Hier auf YouTube. Auf YouTube gibt es Videos von Dinner for One. Guckt euch das Video an und dann erzählt mir, was ihr denkt. Lustig oder komisch? Was denkt ihr? Lasst ein Gefällt mir da und abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!